Hallo und seid mir ganz, ganz herzlich willkommen zurück zu Seasons Over Fall. Ja, die letzte Folge mussten wir ja abbrechen, weil es bei mir geklingelt hat. Es war der Postbote. Und für euch ist es schon so ein oder zwei Tage später. Und für mich ist es gerade mal 5 Minuten nach Beendigung der letzten Aufnahme. Wir sind hier im alten Sumpf auf dem Weg zum nächsten Artefakt der Jahreszeiten und wie uns diese mysteriöse weibliche Stimme mitgeteilt hat, ist es hier ein bisschen gefährlicher. Der Hüter, der dieses Fragment hütet, der ist wohl ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. So habe ich das zumindest mal ihren Worten entnommen. Aber jetzt im Augenblick hängen wir erstmal. Und zwar, ups, ja, ist ja gut. Ja, ist ja gut. Muss ich da irgendwie hoch? Ich meine, das Ding zeigt mir ja eigentlich an, dass ich da irgendwie hoch muss. Aber wie mache ich das? Ach so, Kläffen? Ja. Okay, alles klar. Danke. Man muss erstmal begreifen, dass dieses Ding mir anzeigt, wo ich hin muss. Und natürlich, so war das ja da oben, wo wir in der letzten Folge waren, war das auch so. Dieses Ding ist explodiert, nachdem wir es angekläfft haben. Ja, dann geht es natürlich ohne Probleme weiter. Vergiss das Kläffen nicht, Frau Hawk. Naja, ob das ohne Probleme ist, ist nochmal eine andere Frage, aber zumindest kommen wir hier jetzt weiter. Achtung, kleine Knospe. Was ist? Du betrittst gleich das Gebiet des Hüters des Herbstes. Ja? Er kann manchmal unberechenbar sein. Das hast du schon gesagt? Pass auf, dass er euch nicht wehtut. Dir und deinem Fuchs. Ja? Du hast gesagt, er soll nicht mitkriegen, dass wir kommen. Also gehen wir mal schön langsam vor. Füchslein, lauf mal. Nee, warte mal. Da geht's hoch. Ups, bellen, komm. Naja, gut, dann probieren wir es mit ein bisschen Anlauf. Ja, es geht mit Anlauf und mit Bellen, genauso. Dann springen wir das weg. Okay. Das muss man immer erstmal alles begreifen. Oh. Und ich kämpfe ja noch mit dem Hüpfen. Wie gesagt, ihr wisst, es ist überhaupt nicht mein Genre. Okay. Ich bin mal gespannt, was das für ein Tier sein wird. Ach Gott, Frau Hawk. Der Hüter des Herbstes, was das für ein Tier ist, das hier lebt. Schlange oder sowas? Na gut, für eine Schlange wäre es wahrscheinlich zu kalt. Die haben es ja gerne ein bisschen wärmer. Na, also geht doch. So, jetzt ist die Frage links oder rechts rum. Ich weiß es nicht. Wir probieren es mal so rum. Na, das war klar, dass das nichts ist. Wir müssen diese Richtung, genau. So. Hüpf. Ah! Ja, jetzt. Ihr amüsiert euch. Und wenn es jemandem nicht passt, mögt ihr es woanders angucken. Ne? Hardcore-Gamer, die immer alles besser können, sind hier nicht so gerne gesehen. Muss ich mal so. Ah, Mann, verflixt, aber auch. Muss ich mal so deutlich sagen. Das war jetzt böse, ich weiß. Aber wenn man immer alles schon könnte, würde man nichts tun. Oder wenn man Dinge nur tun könnte, dürfte, wenn man sie schon könnte, dann würde man gar nichts mehr tun. So, okay. Jetzt aber genug davon. Entschuldigt, dass ich da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudere. Was passiert, wenn ich hier belle? Nichts. Okay. Auf den bin ich wirklich gespannt. Oh. Ist das ein Nest? Oh. Hilfe! Oh, was bist du denn? Du bist ein Vogel. Und zwar ein riesenhafter. Ach du meine Güte. Oh. Da sind wir wieder runtergeflogen. Jetzt geht es wieder hier irgendwie weiter. Wie komme ich da jetzt? Lass mich nochmal in die andere Richtung rennen. Da oben ist irgendetwas. Was bist du da oben? Wie komme ich denn jetzt aber auch dahin? Keine Ahnung. Wie komme ich dahin? Also der Hüter des Herbstes scheint ein Vogel zu sein. Aber da komme ich einfach gar nicht hin. Nächstes Rätsel.
Warte mal, wenn ich von da oben abspringe. Allerdings ist hier kein Fragment, das mir irgendwas anzeigt. Na gut, dann rennen wir doch mal da weiter. Mal gucken, wo wir landen. Das nützt mir auch nichts. Oh Mann, das ist aber irgendwie spooky hier. Finde ich. Okay. Oh, gerade mal so. Ich weiß nicht, ob wir später in diese. Wenn du den Wind pfeifen hörst, dann kann der Hüter nicht mehr weit sein. Oh Gott, ist es jetzt gut oder schlecht? Pass gut auf. Ja, ich pass auf. Ich bell hier mal. Was bist denn du? Ja, du kommst nicht mit, ne? Also gut, okay. Beinahe. Na komm. Also dann mit ein bisschen Anlauf. Oh Mann, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Komm schon. Komm, auf geht's. Ich muss früher bellen. Komm, so geht's doch. Oh, Halleluja, ich wusste, dass die Augenblicke kommen, wo ich die Krise krieg. Ich weiß, dass es so geht. Ja, jetzt aber. Werd ich stinkig. Komm. Verflixt, so geht's doch. Ja, na also, meine Güte. Echt. Leute, es ist gar nicht so einfach, lacht nicht. Wirklich. Komm, Füchslein. Da hat es auch so komische Steine und Fragmente, die haben wir beim Herrn des Winters auch gesehen. So, jetzt sind wir offensichtlich ganz in der Nähe beim Hüter. Sehen würde, wie es da weitergeht. Okay, flüchte du mal. Gute Idee, flüchte, flüchte, flüchte. Nicht, dass der jetzt wiederkommt. Oh Gott. Ich belle einfach vorsichtshalber mal die ganze Zeit. Juhu. Oh. Ein Riesenvogel. Wir müssen aufpassen, wie ist es? Jetzt bin ich mal gespannt, was er macht. Ich kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Und? Nee, tu mir nix. Oh Gott sei Dank, er gibt das Fragment her. Ist er doch nicht ganz so böse, scheint mir. Die geben ihre Fragmente immer her. Okay, das kann ich offensichtlich nicht anbellen. Also dann geht's zurück. Wow. Oh Gott, wie zauberhaft. Also dann zurück geht's. Und dann verschmelzen wir auch dieses Fragment. Oh. Was war denn das jetzt? Das ist cool, ey. Ja, aber so komme ich natürlich nicht weiter. Ich brauche schon den Winter. Wie komme ich da hoch?
Weil da komme ich nicht weiter. Doch, da komme ich natürlich weiter. Ja, klar. Nee, da komme ich nicht weiter. Also brauche ich vielleicht doch den Herbst. Kann ich da hochhüpfen? Oh, ja, so geht gerade, so geht's weiter. Muss ich vielleicht einen Augenblick abwarten? Nee. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Gute Frage. Ich versuche mal, ob ich dieses komische Ding wiederfinde. Komm her, komm. Ups, so. Ich muss irgendwas mit dir machen, das weiß ich. Ich jag dich einfach mal dahin. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Es muss irgendwas mit diesem Ding hier zu tun haben. Ich weiß bloß nicht, welche Jahreszeit wir dann brauchen. Lass mal gucken. So, jetzt jage ich dich wieder nach vorne. Nee, jetzt kommt es nicht mit. Also brauchen wir einen Winter, oder? Weil da kann ich jetzt nichts werden. Also machen wir wieder Winter. Weil ich muss dafür sorgen, dass dieses Ding sich da drauf setzt, glaube ich. Damit ich es nachher anspringen kann und es explodiert. Genau, so stelle ich mir das vor. Komm, ich jag dich. Ach so, wenn ich zu viel bälle, verflixe aber auch. Wo ist es denn nun, dieses komische Ding? Da. Gut, also ich meine, beim Hüter braucht man ja, glaube ich, nichts mehr. Bist du denn jetzt, du komisches Ding? Ja, genau, nach oben. Geh nach oben. Geh nach da oben. Ah, das muss ich da hinsetzen. Wie kriege ich dich dahin? Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht doppelt. Tja, gute Frage, Leute. Ich wusste, dass ich mich blamier. Bis auf die Knochen, aber ist egal. So. Ich jag dich. Nur bitte nicht doppelt bellen, Frau Horn. Wo ist es denn nun? Wo bist denn du hin? Ja, genau. Wo bist du denn? Jetzt rennt es wieder weg. Ich darf es nicht wieder überholen, glaube ich. Ja, genau, ich darf es nicht überholen. Nein, nein, nein! Blödes Vieh. Na gut, ich hätte auch Angst. Ja, genau. Ach nö, ach komm, ach ist doch doof. Wie kriege ich dich da hin? Zum Kuckuck aber auch. Du musst mir das wegsprengen. Okay, ich muss auch, wenn ich es überhole, dann rennt es wieder zurück. Schon wieder zurückgerannt. Ach, ist das nervig? Komm schon, wir schaffen das. Nicht überholen.
immer schön nach vorne. Und es hüpft da hoch. Warte mal. Hüpfst du jetzt vielleicht hoch? Ja, Bingo! Stunden später, Leute. Aber ich hab's geschafft. Ich muss nur. Oh, verflixt aber auch. Wir nehmen wieder ein bisschen Anlauf. Nein, das war genau das, was ich nicht wollte. Genau. Warte mal, auf die Art kann ich es ein bisschen. Ich dachte gerade, dass ich es auf die Art ein bisschen nach unten holen kann. Nee, kann ich nicht. Ja, Timing ist alles. Komm, wir nehmen ein bisschen Anlauf. Jetzt sprengt das Ding schon weg. So werden wir ewig brauchen mit dem Spiel, Leute. Ach Mensch. Aber jetzt ist es höher, oder? Das war genau das, warum ich damals mit Damidago Trin nicht mehr zu Ende gespielt habe, weil ich es mit der blöden Koordination nicht hinbekommen habe. Na also, siehst du, mit ein bisschen Anlauf geht's. Ach du meine Fresse aber auch. Schwere Geburt, Leute, aber wir haben es geschafft. Ja. Und haben es uns gleich wieder kaputt gemacht. Ach, das kann doch wohl nicht wahr sein. Also nochmal das Ganze. Los, hüpf jetzt da hoch. Mach mal. Da muss man echt aufpassen mit dem Doppelklicken. Das ist gar nicht gut. Oh, noch ein bisschen Anlauf. Das Ganze nochmal. Oder wir hüpfen wirklich von da drüben. Ist das vielleicht die Sprungstelle, von der wir hüpfen sollten? Wenn man nämlich zweimal klickt, dann ist plötzlich wieder Winter. Das ist. Oder wieder Herbst. Jetzt aber komm. Herrgott. Ich finde schon noch den richtigen Absprung. Einmal habe ich ihn ja schon gehabt. Das ist jetzt ein bisschen tiefer. Könnte gerade mal sein. Verflixt man aber auch. Ich wusste, dass es die Augenblicke gibt, wo ich nur noch fluchen werde. Ja, jetzt habe ich es begriffen. Okay. So, aber jetzt bitte da hoch, bevor wir wieder Winter, plötzlich wieder Herbst haben. Weil ich wieder einmal zu viel bälle. Meine Güte, ich bin ganz verschwitzt, Leute. Ja, ich hab's. Juhu. Ach, da kann man, glaube ich, unten durchlaufen, oder? Ach nö, nicht schon wieder so was Schwieriges hier. Wie geht's denn da jetzt weiter? Braucht man Winter? Ah, nee, komm, ich glaub's nicht. Wir brauchen den Herbst. Ist das herrlich. Ach nee, Leute, echt. Ach, wie super cool. Wir brauchen die Herbststürme, damit wir auf der Feder reiten können. Ja gut, das ging auch so. Da ist schon wieder so ein Ding. Ich hoffe mal, dass wir dich nicht brauchen werden. So, und jetzt geht's zurück zu unserer. Oh, was halt denn? Was gibt's hier? Da geht's nicht weiter. Kann ich da nicht einfach durch, so wie du auch? Ah doch, siehst du, kann ich quasi. Nee, kann ich nicht. Muss ich da im Dunkeln springen? Warte, was passiert im Winter?
was passiert beim Winter? Lass mal schauen. Kann ich dich da jetzt jagen? Na ja. Falsche Richtung. Komm. Da geht's lang. Bist du da runter? Ja, super. Ich jag dich mal da durch. Komm, du schaffst das vielleicht. Yes! Juhu! Sehr gut. Der Hüter des Herbstes ist endlich eingeschlafen. Es besteht keine Gefahr mehr. Ja, Folge dem wunderbar. Fragment, das er dir gegeben hat. Es weiß genau, wie es zum See zurückkommt. Das ist schön, dass es weiß. Ich weiß es nicht. Warte mal, kann ich mich da hochtragen lassen? Warte mal, warte mal. Gib mir Winter, bitte. Gib mir den Winter. Dann stellen wir uns da drauf und jetzt machen wir einen Herbst. Und dann sollte das doch eigentlich. Ah, verflixt. Ja. Jolina wieder. Winter. Blatt. Herbst. Und jetzt trag mich nach oben. Kann ich darüber hüpfen? Ja. Okay. Was habe ich da davon? Nix eigentlich, oder? Warte mal. Komme ich denn da irgendwie hoch? Nein. Nicht so einfach zumindest. Muss ich jetzt wieder Winter werden lassen? Das ist ja echt intelligent gemacht, Leute. Ja, wenn ich es jetzt Winter werden lasse, falle ich runter. Ja, aber so komme ich wirklich nicht hoch. Nee, keine. Doch, es geht. Hey. Ja, super. So, und da habe ich jetzt wieder so ein komisches Fragment. Ich stelle mal. Das ist wieder Winter. Ich neige immer zum Zweimalbellen, Leute. Das antwortet mir. Also gut, wir lassen es wieder Herbst werden. Ah, schau mal an, da sind wieder diese komischen Viecher. Ich bell dich mal an. Weiß nicht, ob ich euch brauche, aber zumindest kommen wir jetzt dahin. Auf dem Hinweg sind wir da ja nicht hingekommen. Und wahrscheinlich sagt uns jetzt diese ominöse Stimme gleich wieder. Oh. Egal. Ich jag's mal. Oh, nein, 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 nein. Die Frage ist, brauche ich dich? Brauche ich dich? Ich habe keine Ahnung, ob ich dich brauche. Wir rennen einfach mal los. Vielleicht brauchen wir es ja gar nicht. Aber das ist echt anstrengend, Leute. Es kostet Konzentration. Oder mich kostet es Konzentration. Okay, wir brauchen es. Wir brauchen es. Also dann holen wir es. Komm mal her. Wo bist du, du Kleine? Was auch immer du sein magst, Krabbe. Ja, so, jetzt komm her. Ich brauch dich. Komm. Los geht's. Ja, renn mal. Ein bisschen Dalli. Ich kann es auch anstoßen. Das scheint auch zu funktionieren. Komm her, schieß mir den Weg frei. Schieß mir. Oh, du, warum wirst du so riesig? Oh, das ist irgendeine Explosivkrabbe, Leute. Los, 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 geh da ran. Ja, und jetzt bitte bellen. Okay, dann brauche ich es Winter. Nur im Winter explodiert ihr. Explodieren bloß im Winter. Oh Gott, heiß echt. Also dann geben wir Gas und rennen zurück. Ich habe keine Ahnung, ob wir da hoch müssen. Ich weiß es nicht. Wir probieren es einfach. Kann auch sein, dass wir unten weiterkommen. Ne, unten kommen wir doch, oder? Kommen wir unten auch weiter? Sieht mir so aus. Vielleicht auch nicht, das sehen wir dann aber gleich. Ja, an die Stelle erinnere ich mich natürlich noch.
Da hatten wir das erste Mal einen Hänger. Oder ich hatte das erste Mal einen Hänger. Yeah. So. Große Preisfrage. Was passiert im Herbst? Passiert da irgendwas? Ups, so war das natürlich nicht gemeint. Ah, ja. Komme ich da jetzt irgendwie weiter? Habe ich nicht den Eindruck. Da ging es schon im Winter nicht. So, dann lass uns das mal angucken. Wie komme ich da rüber? Muss ich da irgendwie da hoch? Das könnte sein. Weil das schaffe ich unmöglich. Keine Chance. Aber wieso hüpfst du denn nicht, mein Freund? Ja, wieso hüpft's nicht? Das ist immer die Frage. Wieso tun manche Dinge nicht so, wie ich es gerne hätte? Das ist peinlich, aber das macht nichts. Das war bei Trine viel schlimmer, das kann ich euch sagen. Ihr braucht es nicht suchen auf meinem Kanal, es ist schon längst nicht mehr drauf. So, jetzt hat es aber hingehauen. Was passiert jetzt? Tja, wie komme ich denn darüber? Muss ich doch von ganz da oben? Ich habe den Eindruck, Leute, dass wir irgendwie diese ganze lange Sprungkette hier machen müssen, die da irgendwo da vorne anfängt. Ja, glaube ich tatsächlich. Ich glaube aber, dass wir das dann in der nächsten Folge versuchen. Jetzt muss ich erstmal mich erholen von diesen anstrengenden Sprungpassagen. Ich krieg's schon wieder nicht hin. Das ist doch wohl echt nicht zu fassen, oder? Aha. Jetzt komme ich nicht mal mehr die einfachen Sachen hoch. Ich drücke den Knopf, aber es tut sich nichts, ehrlich. Oh Mann, das geht in meine Kanalgeschichte ein hier, dieses unglaublich gekonnte Hüpfen. Yeah! Na, also geht doch. Irgendwo da vorne geht ja eine Sprungkombination los. Und ich befürchte, dass wir die irgendwie nehmen müssen. Komm mal her. Aber ich bin mir einfach nicht sicher. Ach nee, das kann doch wohl nicht wahr sein, oder? Aber das werden wir noch öfter erleben. Unabhängig davon finde ich dieses Spiel ganz zauberhaft, um es mal so deutlich zu sagen. Ja, hier müssen wir irgendwie muss es, glaube ich, Frühling werden, Herbst. Feder hat es hier keine. Ah. So, gibt es hier noch irgendwo so ein Sprengteil? Das ist die große Preisfrage. Da gibt es nämlich noch so ein Sprengteil. Und ich glaube, dass wir das davor jagen müssen. Ja, ne, da gibt es noch welche. Also dann. Ihr Lieben, das probieren wir aber erst in der nächsten Folge. Einstweilen bedanke ich mich ganz, ganz herzlich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend und ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.